ihr seht, Hombi wandert wieder. Der Hombi bin dann ich. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier in Nähe Haltern. Oder ist das, gehört das zu Haltern? Ich bin in der Hart. Oder ist das die Hart? Auf der Karte steht ja die Hart. Bin ich jetzt in die oder da? Ach, ihr wisst schon. Das ist eine Komoot-Route, die heißt Hart an der Grenze. Ja, eben hatte ich schon bei Höhenmeter. Hier ist so ein schöner, eigentlich so ein cooler Single-Trail. Single-Fahrt, wie auch immer. Ja, gucken wir mal. Sollen 11,5 Kilometer sein. Ich versuche mich ja wieder meine Wanderkondition ein bisschen auszubauen. Dass ich halt eine Alternative zum Radfahren habe. Oder zum E-Biken. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir mal, was wir hier entdecken. Ich habe keine Ahnung. Wird schon. Auf jeden Fall muss man hier gucken, wo man hintritt. Ist doch voll Gelände. Ich habe mal eine Frage, liebe Community oder Zuschauer. Was mögt ihr eigentlich lieber von mir? Wandervideos oder E-Bike-Videos oder beides? Oder gar nichts, aber da würdet ihr ja nicht gucken. Ich mache mal eine Abfrage, eine Umfrage in den Community-Tab. Und da ja, dann stimmt doch einfach mal ab. Und dann erfahre ich auch mehr von ihr, euch. Von ihr, hm? Und dieser Sprachfehler, der muss auch mal weg. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich war mit euch beschäftigt. Hier rein. Da. Ich habe es befürchtet, hier ist die Hölle los heute. Sonntag, schönes Wetter. Und unten, wo ich geparkt habe, Wanderparkplatz, da waren auch schon total viele Autos und so, aber da liefen auch sehr viele schicke Menschen rum mit Geschenken. Ich denke mal, dass da vielleicht eine Hochzeit ist oder eine, keine Ahnung, was für eine Feier. Also sobald ein Berg kommt, ja, Kondition aufbauen, ne? Habe ich gerade gesagt, dass ich das hier im Wald in Grenzen hält? Oder wollte ich das und habe es mal wieder vergessen? Aber ich mag so Wege. Bin zwar noch sehr vorsichtig mit dem Laufen, aber wahrscheinlich, also ich gehe stark davon aus, dass ich zu vorsichtig bin und zu viel Angst habe, dass was passiert. Dass das Knie viel mehr aushält, aber wir wollen das ja nicht beanspruchen oder ausreizen. So, der Matsche haben wir ja auch. Schöne Grüße an Dr. Urbex. Ja, war es von Achterbahn, die Aufnahme, so eine Kuppel. Hm. Vielleicht sieht man da doch nicht auf der Cam. Cam. Berg runter ist doof. Ich lege die Kamera mal weg. Ja, wo runter geht, geht doch wieder hoch, ne?
Oh, die Senke hätten sie auch mal zu betonieren können. Oh. Muss ich durch. Da fehlt ordentlich was an Kondition. Ich meine, ich war nie der Höhenmeter-Mensch. Aber durchbeißen. Hoffentlich ist da oben ein Gipfelkreuz. Geiles Wetter. Geiles Wetter. Witzig. Habe ich gerade noch, da laufen sie noch, da hinten. Seht ihr? Da, da, da. Noch Christina und Daniel getroffen. Schöne Grüße geht raus, wenn ihr das Video seht. Ihr seht, seid ja jetzt auch drin. Nur, ich wollte jetzt langsamer gehen, einfach wegen dem Knie. Weil, ja, ich bin noch nicht so weit. Aber ich arbeite dran. War jetzt doch ein Stückchen sind wir zusammengegangen, war mir dann doch ein bisschen zu schnell. Ich brauche mein gemütliches Tempo. Ja. Aber ich komme wieder. Ist schon witzig, dass man sich hier ausgerechnet in der Hart trifft. Wer eine kleine Runde möchte, schön im Wald. Gut, jetzt ist hier eine kleine Lichtung. Aber hier geht es sofort wieder in den Wald rein. Der ist hier genau richtig aufgehoben. Route verlinke ich natürlich unten drunter, die Komoot-Route. Aber hier fehlt eine Bank. Eine habe ich ja schon gefunden. Ja, vielleicht machen die Leute nicht so viel Pause. Wo bin ich denn überhaupt? Ich könnte euch ja mal sagen, wo ich bin, ne? Ja, 6 Kilometer habe ich, also Hälfte. Bein, Knie. Fühlt sich stramm an. So, als wenn es fest, so fest fühlt sich das an. Aber Schmerzen nicht. Ist einfach nur so, fühlt sich fest an. Mal mit dem Wald eine Bushaltestelle. Wo gibt denn sowas? Nur im Hart. In der Hart. Wir einigen uns auf in der Hart. Und Doppel A. Zum Laufen geht's. Eben habe ich ja ein kurzes Päuschen gemacht, was getrunken. Da lief die Suppe bis in den Schlüpper. Also immer schön Schlüpper tragen. Oh, da vorne kommt wieder eine Bank. Aber die brauchen wir jetzt nicht, weil nach dem Bank anlaufen ist immer so eine Sache. Ja, hier ist eine Hirschkäferwiege. Wurde hier so angelegt. Hier liegt noch ein Stamm. Entwicklung des Hirschkäfers. Ja, Käferwiege, schwupp, und ein Stein, da steht Hombi drauf, Hombis Wiege. Folge dem Weg 1,5 Kilometer. Ah. So, kurzer Real Talk. 8,5 Kilometer habe ich, 4 Kilometer muss ich noch. Ich weiß gar nicht, warum da weiter als 11,5 geworden ist. Man weiß es nicht. Ja, Schmerzen würde ich jetzt nicht sagen, weil das Bein, ich habe das Gefühl, so wie als wenn man so einen ganz dollen Muskelkater hat, dass alles komplett hart wird. Hüfte tut auch ein bisschen weh. Ich denke mal, das ist die ungewohnte Bewegung. Aber jetzt kein Schmerz, also 1 von 10. Also, ich meine, wieder, oh Mann, ich hatte ja was aus, ne?
Nee, also. Ja, aber ich merke, Radfahren sind andere Muskeln. Oder Bikefahren, E-Bikefahren. Ja, kurzes Päuschen und dann, ich muss ja jetzt sowieso weiter. Hilft ja nicht, Taxi gibt's ja nicht. Außer am Bus, an der Bushaltestelle hinten. Ja, von diesen Schwarzkäfern sieht man hier auch unheimlich viele. Aber ich würde sagen, 80% platt. Draufgetreten, drüber gefahren. Aber warum laufen die denn immer hier auf dem Weg? Und können die nicht fliegen? Weiß ich gar nicht. Ja, ich laufe schon etwas länger diesen eher öden Weg, der immer geradeaus geht. Ja, Zielgerade. Das Ziel, ich glaube, ich muss noch 3 Kilometer. Ich stümpel hier mit der Geschwindigkeit von 4 irgendwie durch die Gegend. Aber schneller geht nicht. Hallo! Ja, die letzten Meter waren wirklich Quälerei für mich. Also ich bin auch komplett kraftlos. Ich habe jetzt irgendwie 12,1 Kilometer. Ich habe noch 800 Meter bis zum Auto. Aber ich werde hiermit das Video beenden. Ich blende die Gesamtkilometerzahl natürlich hier ein und unten unter der Komoot-Link. Ja, war ein Brett. Ich glaube, ich habe mich etwas übernommen. Ich habe gedacht, nachdem die 6 Kilometer so gut geklappt haben, verdoppelst du mal. Beziehungsweise 11,5 waren nur geplant. Jetzt habe ich jetzt 12 und ja, die 8. Phase komme ich irgendwie so auf 13. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Denkt an die Umfrage. Aber ehrlich gesagt habe ich im Moment keinen Bock mehr auf Wandern. E-Biken ist ja wesentlich angenehmer. Ja, völlig aus der Übung würde ich sagen. Ich bin der Hombi von Hombis Welt. Ja, bis bald und danke. Ach, habe ich ja schon gesagt. Bin schon völlig wir. Seht ihr? Fazit vergessen. Da bin ich wieder. Folge dem Weg 550 Meter. Ja, mache ich. Ja, der Weg kann natürlich nichts dafür, dass ich zu schwach bin. Ich fand eine sehr schöne Runde. Schön im Grün. Also sind jetzt keine super Highlights dabei oder so. Aber eine sehr ruhige Runde. Man ist viel mitten im Wald. Kleine Pfade. Gut, jetzt am Ende, letztes Stück habt ihr ja gesehen. Ein langer, breiter, großer Weg. Aber ansonsten, ja, kann man mal machen, würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüss.